Und wieso möchte ich überhaupt über diesen exzellenten Trainer sprechen? Und das hat jetzt auch nichts nur mit HTTP zu tun. Das gilt natürlich für alle Bereiche, egal was ihr macht. Und in vielen Bereichen ist ja auch Angst ein Thema. Wie nimmt man den Leuten die Angst? Und ich finde, dass eben der Trainer eine sehr, sehr große Verantwortung trägt, Menschen überhaupt die Angst zu nehmen. Ja? Und da gibt es bestimmte Gefühle, die rübergebracht werden sollten, wenn man eben möchte. Und das funktioniert nur, wenn man folgenden Anspruch an sich selber hat, und zwar die Leidenschaft dafür, jeden Tag besser zu werden. Jeden Tag ein Stück, egal in welchem Bereich es ist, der Anspruch, die Leidenschaft, sich zu verbessern. Und das heißt nicht besser als irgendjemand anderes zu werden, sondern es geht nur um einen selbst. Das kann in jedem Bereich sein. Und heute sprechen wir über das Trainer-Dasein. Und eigentlich ist das sehr simpel, aber einige vergessen es einfach. Und zwar sollte man jeden in seinem Umfeld so behandeln, wie man sich selbst behandeln würde. Ja, und wenn man das schafft, auch nach außen hin zu tragen, dann wird man das definitiv auch hinbekommen. Und ich sage euch, welche ja, Charaktereigenschaften da wichtig sind. Und zwar Nummer eins ist die Freundlichkeit. Je freundlicher ihr als Trainer seid, ob es in dem Workout ist, vor dem Workout ist oder nach dem Workout ist, desto menschlicher und nahbarer seid ihr. Das heißt, Namen merken, die Leute begrüßen, in den Pausen auf die Leute zugehen, mit ihnen sprechen, nicht immer nur für sich sein, nicht nach ins Training kommen, Musik an, wir machen das Workout und tschüss. Ja, es gibt immer noch Leute, die trotzdem bleiben wegen eurer Kompetenz oder weil sie eben Bock haben zu schwitzen. Aber wenn ihr wirklich eine Community aufbauen wollt, wenn ihr wollt, dass die Menschen über euch sprechen im Studio, gehört dazu Freundlichkeit. Also Gespräche führen, Offenheit, ja, und dann ganz, ganz wichtig, ihr braucht Leidenschaft. Leidenschaft, überhaupt selber Trainer zu sein. Weil wenn ihr das nicht leidenschaftlich macht, wenn ihr das nur wegen Geld macht, die Leute spüren das, wenn ihr das nur wegen Geld macht. Wenn ihr das nicht liebt, könnt ihr nicht in der Lage sein, genau das Gefühl an andere zu geben. Das ist schlichtweg unmöglich. Und der einzige Grund, warum das vielleicht bei einigen funktioniert, ist, wie schon gesagt, die Kompetenz. Ja, dass das noch so einen hohen Stellenwert hat, dass man so ein Freak ist und wissenschaftlich alles belegen kann, dass man dann nochmal dahin geht, um was zu lernen. Das ist nämlich auch ein Aspekt, da komme ich später zu sprechen. Aber Leidenschaft und Spaß, das müsst ihr selber spüren. Das müsst ihr spüren, das müsst ihr verkörpern, das könnt ihr auch selber erfahren, üben, indem ihr mehr lacht, euren Körper selber zwingt, auch glücklich zu sein. Ja, es geht mit Lachen, das geht mit Humor, Witze machen. Das ist so extrem wichtig und essentiell. Ja, und das führt dazu, dass ihr eine sehr harmonische Community habt, ein sehr harmonisches Workout habt, ein sehr harmonisches Miteinander. Und das werdet ihr auch in die Familien bringen, in euer Umfeld bringen, wenn ihr einfach genau dasselbe, wie ihr mit Freunden macht, mit Familie macht, wie ihr euer Kinder behandelt, dann eben auch die Erwachsenen behandelt. Wenn ihr das nicht trennt voneinander. Viele Menschen erzählen mir mal, ich muss Privates und Berufliches trennen. Jeder kann jetzt hier sagen, was er möchte. Jeder hat seine Meinung. Für mich ist das der größte Bullshit. Man kann nicht beruflich unglücklich sein und privat glücklich. Man kann nicht privat glücklich sein und unglücklich. Das funktioniert nicht. Man kann Gefühle nicht trennig ausschalten. Wir sind keine Roboter, wo wir den Stress nicht mitnehmen. Da muss man das ja richtig schon trainieren, wie ein Roboter an, aus. Deswegen, wenn ihr die Möglichkeit habt, arbeitet daran, auch kommunikativ, wenn ihr in einem Bereich nicht happy seid, spricht darüber, damit ihr wirklich beides mit in euer Workout nehmen könnt. Dann Ausstrahlung, ja, Spaß, Leidenschaft, übt das, schaut euch gerne an, wie ihr das macht, spricht mit Leuten auch, habt keine Angst, wenn die sagen, ja, du schaust mir nicht in die Augen. Das ist doch etwas, wenn ihr das nicht wisst, wenn euch das keiner sagt, vielleicht könnt ihr daran nicht arbeiten. Spricht mit Leuten, hey, habe ich dich erreicht?
Habe ich dich nicht erreicht? Was fehlt dir? War ich zu leise? War ich zu laut? Habe ich zu viel geschrien? Ja, das heißt nicht, dass sie euch komplett verändern sollen, aber da muss eine Basis sein. Ja, da muss eine Basis sein. Jeder findet dann am Ende natürlich auch die Mitte. Aber ihr könnt nicht einfach alles ignorieren, wenn ihr merkt, es kommt nicht an, es funktioniert nicht. Nicht einfach weitermachen, so wie vorher, sondern eben gucken, was kann ich besser machen. Und das schafft man nur, indem man ehrlich zu sich selbst ist und einfach miteinander spricht. Dann, was man eben nicht unterschätzen darf, ist natürlich auch das Wissen. Ja, das gehört schon mal dazu. Ja, deswegen bildet euch da immer weiter. Und es geht nicht darum, wenn ihr zum Beispiel mit den Leuten spricht und es geht nicht darum, den perfekten Squat zu erklären, wenn ich Knieprobleme habe, worauf muss ich achten? Ja, das gehört dazu. Aber bildet euch vielleicht auch ein bisschen weiter im Bereich Kommunikation, im Bereich Mindset. Ja, weil vielleicht sind da Leute, ah, ich bin nicht motiviert, mir geht es da nicht gut. Dann könnt ihr mit den Leuten sprechen, euch austauschen, nahbar sein. Ja, die Leute werden euch dann in Erinnerung behalten. Ihr müsst nicht mit jedem Bro sein oder Sis sein, aber ein gutes harmonisches Gefühl für die miteinander aufbauen. Und alleine nur, wenn ihr das macht, nur diese Dinge, die ich gesagt habe, dann werdet ihr automatisch auch den Leuten die Angst nehmen, in eure Kurse zu kommen, weil sie sich gut fühlen. Und wenn jemand sich gut fühlt, sympathisch ist, empathisch ist, sogar wenn ihr den Mount Everest besteigen wollt, würde der mit euch mitkommen. Weil er euch sich gut fühlt mit euch. Deswegen dürft ihr diese Aspekte wirklich nicht vernachlässigen. Und vielleicht noch so eine kleine Motivationsgeschichte kurz vor Schluss. Motivation gehört dazu. Und was euch motivieren sollte, all diese Dinge umzusetzen, ist, dass ihr eine extrem große Verantwortung und Einfluss habt auf die Leute, die vor euch stehen. Das ist so immens, das dürft ihr nicht vergessen. Die gehen entweder mit einem guten Gefühl nach Hause oder mit einem schlechten Gefühl. Und wenn sie mit einem guten Gefühl nach Hause gehen, gehen sie auch mit einem guten Gefühl in das Umfeld und mit ihren Familien. Das dürft ihr nicht vernachlässigen. Ihr könnt also ein Bestandteil sein, eben das ganze Ding hier glücklicher zu machen, die ganze Welt. Es geht nicht um das Workout, sondern einfach das Umfeld, die Menschen, die dann auch zu eurem Kurs kommen. Ihr zieht dann Menschen an, die so sind wie ihr, die dieselben Werte haben, dieselbe Persönlichkeit, dieselben Motive, Ziele, Hobbys. Und umso mehr wird euch das selber natürlich Spaß machen, weil ihr zieht die Leute an, so wie ihr selber seid. Und ich glaube, jeder von euch hat mehr Bock auf geile Leute im Kurs als scheiß Leute im Kurs. Und wenn ihr scheiße seid, ja, dann zieht ihr auch die Leute an, ne? Und wenn ihr da unfreundlich seid, deswegen nehmt euch das zu Herzen. Und dann wollte ich kurz über das Thema Angst sprechen, weil ich das öfter höre und ich wünsche mir natürlich auch für euch, dass ihr erfolgreiche Kurse habt und egal welche Kurse das sind. Es gibt ja auch andere Kurse, die Hiwoks. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, also davor hätte ich Angst, wenn ich zumindest was jetzt von außen mir was anschaue, weil das, glaube ich, nochmal 300% härter ist. Aber Thema Angst. Also ihr habt schon mal 80% geschafft, wenn ihr die Dinge umsetzt, die ich euch gerade gesagt habe. Und jetzt kommen wir zu den letzten 20%. Und viele denken, es hilft immer einfach nur zu sagen, ach, ist nicht so schlimm. Ach, da die Übungen sind einfach. Das hilft bei einigen, aber nicht bei allen. Wenn ihr wollt, dass das bei allen funktioniert, dann geht ihr sympathisch, empathisch auf die Menschen zu und am besten auf jeden Einzelnen. Ja, und nicht mit 10 sprechen, sondern auf jeden Einzelnen einfach. Nehmt euch die Zeit. Wenn ihr natürlich die Möglichkeit habt, dass da 5 Leute sind, dann müsst ihr mit ein bisschen mehr Energie reingehen und alle 5 gleichzeitig ansprechen und sich da Zeit für nehmen und sagen, hey, schau, ich kann das voll nachvollziehen, dass ihr Angst habt, vielleicht in den Kurs zu kommen. Mir ging es nicht anders. Ich hatte auch diese Herausforderung. Am Anfang wusste ich gar nicht, soll ich überhaupt Trainer werden, soll ich das machen? Einige Übungen sahen komplex aus. Und da habt ihr auch gestruggelt. Also kennt ihr das? Ihr könnt das nachvollziehen. Und wie habt ihr das dann eben geschafft, da über euch hinauszuwachsen ist, das zu erfahren und zu erleben? Schaffe ich das überhaupt oder nicht? Und dann nehmt ihr die Leute an die Hand, sagt, ey, habt ihr kurz 2 Minuten? Und dann macht ihr den Step One zusammen. Dann macht ihr den Basic Step Squat zusammen. Das sind Übungen, die erlernt jeder in 10 Sekunden. Und das macht ihr mit denen gemeinsam. Und dann fragt ihr sie, hey, und war es einfach? Konntest du das schnell lernen? Und sprich mit den Leuten. Keiner wird da sagen, nein, das ist unmöglich. Die kommen alle. Aber wenn ihr euch nur auf eure Worte verlässt
die auch einen hohen Wert haben, ja, dann sinkt eben die Wahrscheinlichkeit, dass die Leute kommen. Das ist einfach Fakt, weil sie haben Angst, es überhaupt zu erleben. Da, ne? Und wenn sie es aber direkt mit euch erleben, haben sie eigentlich keine Wahl. Entweder es macht ihnen Spaß, ja, ne? Einigen macht es eben keinen Spaß, oder eben es macht ihnen Spaß, aber sie erleben es am eigenen Körper und die Angst wird genommen. Und wenn ihr das mit diesen ganzen Charaktereigenschaften, Persönlichkeitseigenschaften, Werten macht, ne, Gespräche führt, offen seid, Humor, nahbar, motiviert, authentisch, dann kommen die. Das ist Fakt. Es ist unmöglich, dass die nicht kommen. Alles andere ist verrückt. Das funktioniert nicht. Ne, also es wäre echt verrückt. Die ganzen Kurse, die es auf dem Markt gibt, egal welche sind, die sind ja voll. Natürlich auch marketingtechnisch Bekanntheitsgrad ein Grund, aber die kommen wirklich wegen euch. Die kommen nur wegen euch. Das solltet ihr euch klar machen, dass sie nicht kommen, weil es ein Hit-the-Beat-Workout ist. Die kommen auch nicht, weil es ein Zumba-Workout ist. Die kommen auch nicht, weil es ein High-Walks-Workout ist. Hat alles natürlich auch ein Maß an Wert und Bedeutung, aber am Ende kommen die nur wegen euch. Das ist ganz wichtig, dass ihr mit diesem Gefühl heute nach Hause geht. Ne? Und ja, da wollte ich euch eigentlich heute nochmal mitteilen. Damit könnt ihr gerne rausgehen. Falls jemand irgendwann Bock hat, seine eigene Selbstständigkeit so aufzubauen, dass er so einen Expertenstatus erlangt, ne, also wie man das Ganze ortsunabhängig macht, auch hochpreisiger verkauft, dann ist eine Sache wichtig. Ja, und das möchte ich euch nochmal mitteilen. Nummer eins, Erfahrung. Ja, eine Praxiserfahrung, Fachwissen, dass ihr das habt. Ihr braucht Fachwissen und Erfahrung. Wie gehe ich mit Menschen um? Wie handhabe ich das Ganze? Wie bringe ich die Menschen natürlich ans Ziel? Und dann ist das Allerwichtigste eine klare Positionierung, dass ihr das einfach im Hinterkopf behält, weil das ist wirklich heutzutage mit einer der einzigen Möglichkeiten, sich auf diesem hart umkämpften Markt noch voneinander zu unterscheiden. Ne, wenn dann nur in der Bio steht Personal Trainer, Ernährungsberater, leidenschaftlicher Functional Trainer, das steht halt überall drin. Überall steht das drin. Das wird dann sehr schwer sein, sich eben von den anderen zu unterscheiden. Das Marketing wird schwer sein. Es wird sehr schwer sein, auch sich authentisch zu positionieren auf Instagram, weil man immer über so viele Themen redet und man weiß gar nicht mehr, worüber man reden soll. Und da wäre eine Positionierung sehr, sehr wichtig, falls jemand da Interesse hat. Und ich werde auch in Zukunft bei so Workout-Jams öfter mal auch solche Themen ansprechen, damit man hier auch ein bisschen mit ein bisschen neuem Know-how rausgeht. Geil. Schön, dass ihr euch Zeit genommen habt heute. Ich wünsche euch weiterhin eine geile Reise mit Hit the Beat. Viel Spaß mit euren Freunden und Familien. Genießt das Wochenende. Und ich verabschiede mich an der Stelle. 5, 6, 7, 8.